Hallo Freunde von Dr. Bott. Nachdem ich mich jetzt ein wenig beruhigt habe und der Zander wieder schwimmt, ja, ihr habt richtig gehört, er schwimmt, ja, hatte ich mir gedacht, mache ich nochmal ein paar zwei zu diesem schönen Moment, um mal davon zu erzählen, dass manches vielleicht auch stimmt, was so in den Angelzeitungen geschrieben wird. Weil heute habe ich das klassisch so erlebt, wie das in der Angelwoche zum Beispiel, in der letzten Angelwoche zitiert wurde. Da viel Regen, Wassertrübe, Schockfarben. Und ich kann euch auch nochmal den Köder zeigen. Ne, hier, Schockfarben, da geht's nicht. Hat tatsächlich funktioniert. Gut, kann Zufall sein, wie auch immer. Ich habe auch Motoröl probiert und irgend so ein stintfarbener Gummifisch, aber bis jetzt hat nur Schockfarben funktioniert. Und ja, wie gesagt, das ist jetzt ungefähr eine halbe Stunde her, wo ich den Zander gefangen habe. Habe natürlich den Erfolgsköder gleich abgerissen danach. Was aber nicht heißen soll, dass ich jetzt noch ein paar Würfe mache. So, das wollte ich euch nochmal erzählen. Und dann würde ich ja sagen, alles Gute und bis bald, euer Dr. Bort.